So, willkommen zum nächsten Tutorial. Diesmal zeige ich euch, wie ihr ein Display bauen könnt, was die Zahlen 0 bis 19 anzeigen kann. Erstmal braucht ihr ein 7x7 großes Display, eine Fläche. So. Dann habt ihr hier praktisch eine 8 stehen. Eine 18, wie gesagt. Und das füllt einfach mit Redstone-Locken auf. So. Jetzt kommt die Verkabelung. Ihr braucht ein bestimmtes Muster. So. Und da kommt überall Redstone rauf. Außer auf diese oberen beiden Blöcke. Und auf der unteren hier. Dann bauen wir hier die Verkabelung zum unteren Strich. Hier ist es halt, mal jeweils drei Blöcke werden hier aktiviert, sodass ihr praktisch eine 5 bauen könnt, hier leuchten kann. Und wichtig ist halt hier, dass Wollblöcke sein müssen, sonst erkennt man halt die Zahlen nicht, sonst würde jetzt mit hier diese Lampe angetrieben werden, würde auch hier diese Lampe leuchten. Dann hätte sie 5 zum Beispiel hier ein S. Und das ist halt jetzt so im Wollblock umgehen. Zur Verkabelung kann man jetzt nicht wirklich viel sagen. Wenn man es da halt einen Block zum Beispiel falsch setzt, dann geht meistens die ganze Verkabelung nicht mehr. Entweder weil die Lampen nicht mehr richtig aktiviert werden oder weil hier mehrere Blöcke leicht angetreten werden. Das muss halt hier umgehen werden. Ich mache das jetzt so, dass auf jeder Seite 4 Inputs zu sehen sind in einer Reihe. Auf der anderen Seite ist es hier so in der Mitte. Ja. So, ist dann hier praktisch so ein Turm mit den anderen 4 Inputs. Die bauen wir jetzt zur 1. Hier muss erstmal so ein Dreieck sein. So. Dann die nächste. Relativ simpel, die ersten zwei jetzt hier. Außer halt hier muss man wieder darauf achten, dass das auf gar keinen Fall verbindet. Und die letzte noch. Und das war das erstmal. Jetzt zeige ich euch, wie ihr das Ganze verschieden beleuchten könnt, von der Zahl 0 bis 10. Ansonsten wiederholt sich das einfach nur. Und ja, los geht's. Ihr baut diese Strecken. Ihr baut erstmal hier Repeater, damit ihr sicher gehen könnt, dass das Signal auf jeden Fall durchgeht. So, jetzt ist eigentlich relativ simpel. Ihr braucht von hier. Genau. Hier brauchen solche Fackeltürme. So. Und das halt so oft ja. Das ist entweder 10 oder halt 19 Mal. Je nachdem, wie oft ihr das. Also ich muss es jetzt 10 Mal bauen. Zur 0, also ich fange halt mit der 1 an, ich bin mit der 0. Obwohl, das kann ich auch bauen, das ist ja kein Problem. So, ich beende hier mal die Aufnahme und wir sehen uns gleich wieder. So, da wäre ich wieder. Hab das jetzt so gebaut. Und hier müssen halt Repeater dazwischen sein. Und macht einfach hier eine letzte Fackel hin. Dann könnt ihr hier verfolgen, wo ihr überall Repeater setzen müsst. Auf jeder Bahn. So, auf der anderen Seite natürlich auch.
Jetzt kommen, also hier sind die Inputs. 20 Stück, 2. Und hier kommen halt noch hier einzeln Datträger. Und dann werden hier halt die Zahlen angezeigt. Das muss man jetzt manuell leider alles verkabeln, aber das zeige ich ja jetzt. Zur 0 machen wir diese ganzen Redstone-Lampen, die mittlere nicht und die 1 nicht. Und zwar ist das hier die oberste. Und deshalb machen wir hier, wenn das an ist, also ich, hier ist der Input dann an, drückt man hier ein Repeater. Und da wird hier auch schon der obere Strich hier angezeigt. Und dann die 0 muss dann halt hier noch das haben. Das ist praktisch immer dasselbe jetzt. Könnt ihr auch sämtliche anderen Videos eigentlich gucken, dort ist dann, wird das dann gezeigt. Oder einfach hier in solchen Wecker gucken, da dann zeigen, gucken dann, welche Segmente eingeschaltet werden müssen. Und ansonsten... Nee, da kommt ein Repeater hin. So. Dieses hier noch und das da unter. Dann habt ihr hier praktisch eine 0 stehen. Ja. Eine 0. So. Dann könnt ihr das halt einfach ausschalten, indem wir hier den Schalter wieder betätigen. Und wieder komplett aus. Fast. Okay. Also muss hier doch eine Fackel hin. Ein, eine 0, schalten wir es aus, komplett aus. Jetzt machen wir die 1, das sind diese zwei linken Segmente. Und wichtig ist halt, dass hier das zweite Repeater hier braucht und dieses zweite halt eine Fackel. Und hier brauchte ich keine Sorgen machen, diese Fackel würde hier normalerweise das hier noch, hier auch noch über Strom, und das geht jetzt nicht mit dem Repeater hier. Und außerdem würde sich diese Fackel hier selber, also ein Kurzschluss würde hier entstehen, wenn hier normale Redstone wäre. Also hier muss wirklich ein Repeater hin. So, hier noch unten. Und dann haben wir hier schon die 1. Das kann man natürlich auch wieder ausschalten. Das kann man jetzt halt so lange weiterführen, bis halt von den die Zahlen 0 bis 19 angezeigt werden. Das kann ich ja eben mal machen. Und da wäre ich auch wieder. Also, ich habe es hier alles beschriftet, mit den Schildern, und hier ist komplett verkabelt. Wir können also immer die 10 zum Beispiel aktivieren. Und die 10 wird angezeigt. Nehmen wir mal 14 und siehe da, die 14. Jo, das geht halt jetzt mit allen Zahlen von 0 bis 19. Und ja, falls ihr irgendwie eine Fragen habt, wie genau ich das gemacht habe, oder falls ihr einen Download möchtet, einfach Bescheid sagen, ins Kommentar schreiben. Und ansonsten, ja, wir sehen uns dann beim nächsten Video. Ciao.